Guten Morgen. Wir sind aus unserem Tiny House Loft. Wir wollten euch heute mal mitnehmen und euch zeigen, was wir so den ganzen Tag tun, hier auf der Baustelle. Und es fängt eigentlich hier oben an. Es ist immer so gemütlich. Wir schlafen im Haus auf der Baustelle und sind gleich wieder auf der Baustelle. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal in die Küche. Hallo, hast du ja schon aufgekocht? Ist eigentlich der Anfang eines jeden Tages. Wir wachen auf, Vincent kriegt was zu fressen. Auf jeden Fall merke ich dann nach der ersten Tasse, wie ich langsam wach werde. Und dann kann es auch losgehen. Alles Kopfsache. Nein, es passiert schon was. Auch wenn es wunderschön ist, in unserem Haus zu schlafen, aber man wird halt nicht mit Tageslicht wach. Und deshalb gehen wir dann auch ganz gerne erstmal morgens vor die Tür, machen die Hallentür auf und gucken erstmal, wie das Wetter ist. Und wie fühlt man sich so, wenn man anderthalb Wochen durcharbeitet am Haus? Das ist so geil, weil wir endlich, also weil wir so viel Zeit am Stück haben. Sonst haben wir einen Tag, anderthalb Tage zu zweit, wo wir wirklich am Haus arbeiten können. Und jetzt haben wir wirklich die konstante Woche, wir können unser Tempo machen, wir haben viel weniger Stress, weil man nicht immer das Gefühl hat, wir haben nur diesen einen Tag und da müssen wir super viel schaffen oder möchten wir super viel schaffen. Ja, also ich muss auch sagen, außer dass mir das Bodybalance ein bisschen fehlt, also die Dehnung macht das hier der irgendwie Sport nicht. Der Sport fehlt, ne? Ja, ja, ich bewege mich hier, also wir gehen spazieren jeden Tag und wir versuchen auch so ein bisschen in die Sonne zu kommen beziehungsweise auch mal rauszugehen, weil wir in der Halle nicht so viel Licht haben. Also wir haben Licht, aber eher künstliches. Und man merkt dann auch gar nicht, wie schnell der Tag vergeht und ob er gerade vergeht. Und die frische Luft ist sehr wichtig, habe ich gemerkt. Also wir haben die ersten drei Tage, waren wir, glaube ich, kaum draußen, bis auf abends mal eine Runde mit Vincent und das war nicht so gut. Auch wenn das mit Corona alles nicht sehr schön ist. Aber wir haben jetzt eben nun mal keine Jobs. Und dann können wir halt alles, was wir gerade so haben und an Zeit auch übrig haben, in unser Haus investieren. Und das fühlt sich zumindest schon mal richtig an. Es fühlt sich gut an. Ja. Also es geht wirklich rasant weiter. Ja, das zeigen wir aber dann thematisch. Also wir wollten das thematisch ein bisschen aufsplitten und zeigen euch das dann nochmal in separaten Videos, weil wir das doch gerne ein bisschen detaillierter zeigen wollten. Gleich geht das schon los mit der Unordnung. So. Wir sind auf jeden Fall schon mal total froh, dass wir hier so einen ersten Teil des Vorrats haben oder des Kleiderschranks, dass wir überhaupt eine Möglichkeit haben, Dinge zu verstauen. Wir haben hier so eine großartige Höhe, dass wir wirklich später hier nochmal ein Regalbrett ziehen können. Und tatsächlich würde uns das wahrscheinlich schon fast als Kleiderschrank reichen, da wir aber dann ja später auch noch Handtücher und Dinge fürs Badezimmer haben, brauchen wir da sicherlich noch Stauraum. Hier oben, das kann ich auch noch mal ganz kurz zeigen, wird die Heizung im besten Fall heute installiert. Dann wird das Ganze einmal umgedreht. Wahrscheinlich wollten wir hier an der Seite noch eine Serviceklappe machen, dass man auch später drankommt. Das ist jetzt dann natürlich ein bisschen schwierig und eng hier oben. Aber wir möchten ja auch keinen Platz verschwenden. Und wenn das Ganze dann wirklich bis zum Ende hin geschoben wird, dann haben wir in der Tiefe auch noch ein bisschen Platz. Könnten hier ein kleines Brettchen dazwischen setzen, dass man hier wirklich auch ein paar Reiniger reinstellen kann. Waschmittel, Waschnüsse, was auch immer wir dann da benutzen. Ich mache uns jetzt mal einen Smoothie, damit wir was im Magen haben. Gestern haben wir nämlich keinen getrunken, sondern Müsli gegessen und man gewöhnt sich ja schnell daran. Da kommt sie auch schon. Haben wir denn schon den gefrorenen Spinat? Jetzt machst du ja den Smoothie. Nee, den hole ich mal. Ah, nee, mach du ihn ruhig. Und dann mache ich mich wieder an die Videos. Heute ist nämlich Videotag und wir wollten uns schon vorab mal einen kleinen Überblick verschaffen, welche Takes wir überhaupt nehmen. Wir nehmen ja seit einer Woche im Prinzip den ganzen Tag mit auf. Da ist echt viel zusammengekommen. Und dadurch, dass wir heute eh das Video schneiden für Sonntag, also das, was ihr wahrscheinlich gerade seht,
ist es wichtig, da einfach schon mal eine Vorab-Auswahl zu treffen, sonst haben wir am Ende gar keinen Überblick mehr und das ist mega viel Arbeit. Also heute ein bisschen Office, Smoothie, Podest, Sonne, Podest, Küchenpodest. Das klingt toll. Also ja, wir haben ja die SD-Karten, dann haben wir die SSD-Festplatte, mit der wir die Projekte schneiden und dann unsere andere externe Festplatte, auf der dann alle Projekte, die abgeschlossen sind, gespeichert werden. Brauchst du ein anderes Holz? Ah, nee, das ist... Mal gucken. Noch zu hoch. Und so geht das den ganzen Tag. Ach ja. Also, ich muss ihn kürzen. Ich kürze jetzt den Stützen. So gut ich kann. Um 2 mm nur. Mehr fehlt tatsächlich nicht, um ihn runterzubekommen. Und dann halte ich nochmal drunter und versuche ihn reinzupressen. Gut. Vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, der Bereich, weil es genau der Übergang ist. Ne? Hier sind die Winkel und genau diesen Übergang wollen wir stützen. Für mein Gefühl. Vincent, was machst du da? Zeig mal her. Aha. Wir kochen Fertiggemüse mit einer Fertigsoße. Dass sie fertig wird, desto eher können wir zurück, um unser Podest fertigzustellen. Und dann fehlen tatsächlich nur noch die Platten, die oben drauf kommen. Die werden wir auch noch zuschneiden. Und dann widmen wir uns hier den Schubladen hier. Dann kommen die. Bist du hangry? Ich bin hangry, ja. Ich bin hangry und ich bin einfach auch enttäuscht. Wir hatten gerade, also heute Morgen, einen Take. Und haben das total unterschätzt, dass der Wind so stark weht. Und da denken wir einfach nicht an diesen Buschel. Da macht man so einen Buschel rauf. So sieht der aus. Wunderbar. Wenn man den vergisst, kannst du die Aufnahme wegwerfen, wenn der Wind weht. Aber auch egal. Ich schneide hier meine Fertigpoletten in das fertige Essen. Lösche das gleich mit der Fertigsoße ab. Und dann bin ich fix und fertig. Aber Hauptsache vegan. Hauptsache vegan. Ja, also Anja schraubt jetzt hier die letzten Stützen fest. Viel zeitaufwendiger als wir gedacht haben. Ja, genau. Wir wollten ja erst noch das Ganze verdübeln. Also ich glaube, da wären wir ja in einer Woche nicht fertig gewesen als Laien. Nach 6 Stunden bin ich echt langsam durch. Da habe ich auch keine Geduld mehr. Jetzt nähert sich das Ganze aber langsam dem Ende zu, Gott sei Dank. Wahnsinn, ey. Das sind so viele Winkel und Schrauben. Wahrscheinlich alles wieder total übertrieben. Ja, gut. Wir haben 2,4 Kilo Winkel gekauft. Ja. Und hatten noch ein paar Reste. Also doppelt. Kannst du eigentlich verdoppeln, dann bist du bei 5. So, dann die Schrauben. Es reicht auf jeden Fall jetzt. Ja. Machen wir doch morgen mit den Schubladen weiter. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, das ist besser. Die Schwimmbäder haben geschlossen und wir können uns nicht duschen, genau. Anja sagte, wir sind ja auf dem Bau, da musst du dich nicht rasieren. Das ist deine Holzfäller-Look. Und dann merkt man erst, was man hat. Ne? Es ist sehr windstill. Warum mir eine Olle lacht, weiß ich auch nicht. Und man kann auch still sagen. Still? Es wird still. Ja, es wird still. Ich glaube, wir müssen mal wieder nach Berlin. Oh,
oh, oh, oh.